Nehmt ihr Tampons, Menstruationstassen oder Spiralen raus, will damit auf keinen Fall beerdigt werden. Schreibt einer bei mir in den Kommentaren. Okay, also dieses Video ist wahrscheinlich eher für die Frauen. Es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Fangen wir mal von vorne an. Bei der hygienischen Versorgung vom Verstorbenen tamponieren wir sowieso sämtliche Körperöffnungen. Und ja, auch die Öffnungen untenrum. Wenn tatsächlich eine Frau während ihrer Periode sterben sollte, dann würde man das Tampon, sagt man den oder das Tampon? Dann würde man das Tampon rausnehmen, um anschließend neu zu tamponieren. Eine Menstruationstasse kommt dann logischerweise auch raus. Bei der Spirale sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Die sitzt ja ein bisschen weiter oben, bleibt von daher also drin.